hinter mir die Mulde, das kleine unscheinbare Flüsschen jetzt. Und wenn man an das Jahr 2002 denkt, die Jahrhundertflut, die Altstadt von Grimma völlig überflutet, alles kaputt, alles wieder ordnungsgemäß und schön aufgebaut. Und ich bin heute geflogen, nicht über die Altstadt, aber hier übers Muldental, und das ist eine Reise wert. Viel Spaß, meine Heimat. Aus rechtlichen Gründen fliege ich heute unterhalb 100 Meter Flughöhe, um das Naturschutzgebiet und deren Besucher und Bewohner nicht zu schaden. Die Hängebrücke über der Mulde von 1925 ist eine Fußgängerbrücke und mit 80 Meter die längste Tragseilbrücke in Sachsen. Ein schlimmer Teil in der Geschichte von Grimma war das Hochwasser um den 13. August 2002. Und wer die Bilder kennt aus Grimma aus dem Jahre 2002 oder wer selbst das Hochwasser in Grimma miterlebt hat, der weiß, von was ich spreche. Der Jutta-Park zusammen mit dem Bismarckturm gilt als Ort der Ruhe. Vom Turm hat man Aussicht über das Umfeld. Die alte Muldebrücke, die ich leider hier im Film nicht zeigen kann, erbaut 1716 bis 1719 nach Entwürfen von Barockbaumeister Matthäus Daniel Pöppelmann, wurde beim Hochwasser ebenfalls 2002 zerstört. Nach erfolgreicher dreijähriger Rekonstruktionszeit wurde sie im August 2012 wieder eröffnet. Herr Berger, der damalige und heutige Bürgermeister der Stadt Grimma, war der Mutmacher zum Wiederaufbau seiner Stadt. Im Auftrag der Stadt Grimma betreibt die Muldenschifffahrt Grimma GbR eine Schiffslinie mit Motorschiffen auf der Mulde. Die Schiffslinie verbindet die Anlegestellen Grimma, Hängebrücke mit Höfgen, Schiffsmühle und Nimpschen. Zwischen den Ufern Höfgen, Schiffsmühle und Nimpschen kommt zusätzlich eine Gierseilfähre zum Einsatz. Und so hat man die Möglichkeit, bei der Wanderung von einem Muldeufer ans andere zu gelangen.
Krimma im Muldetal aus der Reihe Meine Heimat.